Auf ein Wort, Fräulein Spitzeder. Ich habe schon des Öfteren bei Ihrem Pensionswirt vorgesprochen, Sie aber nie persönlich angetroffen. Mein Bestreben war es, diskret zu bleiben. Ich darf Ihnen das hier überreichen. Es ist eine genaue Auflistung Ihrer Verbindlichkeiten. Ich bin beauftragt, Sie nachdrücklich darauf hinzuweisen, Ihre Schulden unverzüglich zu begleichen. Oh, ein grauenvolles Missverständnis. Ich wusste nicht, ich bin... In Geldangelegenheiten bin ich sehr unerfahren. Ich erwarte eine Erbschaft aus Amerika, aber das Transferieren des Geldes macht mehr Schwierigkeiten als erwartet. Ihre Gläubige berichten, dass Sie das nun schon seit Monaten behaupten. Auch mir ist die Angelegenheit äußerst peinlich. Aber ich habe sehr gute Nachrichten. Morgen Nachmittag werde ich in der Lage sein, alles zu bezahlen. Das wäre das Beste für beide Seiten. Der Kanzleirat Hobner hat Sie nun endlich angetroffen. Ja, das ist er. Steht der Champagner auf dem Zimmer? Ja, und wie immer frische Erdbeeren. Danke, mein Lieber. Ich bin ganz erschöpft. Es ist mir sehr unangenehm. Aber diese Erbschaft kommt Ihnen bald. Sie sind mit der Miete schon 3 Monate in Verzug. Hier sind die Papiere. Der Kanzleirat kommt morgen mit dem Geld. Er wird sie direkt ausbezahlen. Und tätigt übrigens auch in Zukunft meine finanziellen Transaktionen. Gute Nacht, mein Lieber. Schönen Aufenthalt. Ist das Fräulein Spitzeder schon zu sprechen? Herr Kanzleirat, bin ich froh, dass die Sache endlich geregelt wird. Das Fräulein wartet ja schon so lange. Ich sehe es in dem Bilde. Es ist eine ganz schöne Summe zusammengekommen. Mit den Zinsen natürlich noch viel mehr. Also sind 324 Gulden alles in allem. Hier ist die Rechnung. Die Rechnung? Was soll ich damit? Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Wir sind's denn hin, gnädigste? In das Gasthaus da. Da wollte ich hin. Zum Schützen? Gut. Ich muss nach Sternberg morgen. Aha. Und da soll ich Sie hintragen. 20 Kreuzer, wenn's meinen Wagen besorgen? Zeitler, Georg. Habe die Ehre. Haben Sie Zimmer? Bei uns sagt man Grüß Gott. Grüß Gott. Und Zimmer gibt's nur gegen Vorkasse. Bitte schön, Fräulein. Spitzeder, Fräulein Spitzeder, bitte schön. Da hilft einer der Nachname dann Alex. Mein Gepäck und das Geld wird das morgen gebracht. Dann kommen Sie halt auch morgen wieder. Und Spitzeder? Der Name sagt Ihnen gar nichts. Spitzeder. Spitzeder. Wer ist das, Maria? Das war doch der Mann von der Bio, von der Schauspielerin. Sagen Sie bloß, Sie sind das Kind von denen. Ja. Oh mein. Also gut, gehen wir jetzt auf, passt schon. Resi Kim, auf geht's. Aber das gilt nur für eine Nacht. Und morgen will ich ihr Geld auf der Hand sehen. Weil sonst sind sie schneller wieder draußen, als wir es schauen können. Freund Spitzeder. Thank you.
mein Lieblingsspruch. Es ist ein gutes Omen. Tue recht und scheue niemand. Kannst nicht lesen, gell? Resi, kommt das von Therese? So bezaubernde Augen und so schöne Haut und so jung. Lesen, das ist das Tor zur Welt. Schau. Das ist ein A. Wie Adele. So heiße ich. Ich war mal Polizeibeamter. Ich bin Schauspielerin. Polizeibeamter. Da brauche ich mich nicht mehr zu fürchten. Na, wenn ich da bin, nicht. Geh weiter, jetzt weine ich. Ein Wagenkind. Bestimmt aus der Stadt. Vielleicht ist es ein Bote. Ich danke dir. Schal, wenn ich dich nicht hätte. Ich habe gehört, sie wollen einen Goldoni aufführen, den Diener zweier Herren. Weißt du, Schal, das Komödie-Spielen ist sehr schwer für ein Weib. Wir können in diesen Kostümen nicht herumtollen. Wir müssen stets schön bleiben. War der Klavierstimmer schon da? Adele, Kind, du hier, komm. Quelle Surprise, ma chère fille. Du bist doch in Wien. Wie siehst du überhaupt aus? Willst du etwa hier wohnen? Wir haben kaum Sitzplatz. Hast du nicht die Luise gespielt? Die Lady Milford habe ich gespielt. Lady Milford in deinem Alter. Ich habe am Michaelerplatz die Luise noch mit 45 gegeben. Der Kaiser hat mir weiße Rosen schicken lassen. Das waren andere Zeiten, Mutter. Ich bin nach München zurückgekommen, weil ich Sehnsucht nach dir hatte. Wie siehst du aus? Wie eine Witwe. Beim Diner kann ich das nicht ansehen. Wo ist dein Gepäck? Sie haben die Gage nicht bezahlt. Ich musste alles verkaufen, um zu dir zu eilen. Ich brauche deine Hilfe, Mutter. Ich bin selber mittellos. Ich hoffte eher auf deine Unterstützung. Ich muss mich jung und schön erhalten. Das kostet. Dankeschön. Ich muss bald in die Stadt wegen dringenden Geschäften. Und sobald ich ein Engagement habe, werde ich Sie angemessen entlohnen. Ja, ist gut, Madame. Wenn du einen Mann möchtest, musst du appetitlich aussehen. Der Pavlicek hat immer Vögelchen zu mir gesagt. Und dein Vermögen durchgebracht. Aber geliebt hat er mich. Er hat mir den schönsten Schmuck geschenkt. Von deinem Geld. Das hier, das schmeichelt deinen Augen. Das kannst du haben. Mutter, was ist das? Das ist noch von deinem Vater. Kann ich das haben? Er war so ein wunderbarer Mensch. Sein Hamlet war. Und seine Stimme. Alle Frauen waren in ihn verliebt. Er hatte diese Leichtigkeit, die dir vollkommen fehlt. Also kümmern wir uns schnellstens um deine Verheiratung, bevor du gänzlich verwelkt bist. Madame, enchanté. Bienvenue. Enchanté, Monsieur. Ich habe ein kleines Problem. Das haben alle, die zu mir kommen. Ich erwarte die Auszahlung einer nicht unerheblichen Erbschaft aus Amerika und bin alleinstehend. Das sind glückliche Umstände für Sie. Ja, ich trete doch bald in ein Engagement im Hoftheater ein. Meine finanzielle Verlegenheit beläuft sich also auf eine sehr kurze Zeit. Was hat uns denn so im Sinn? Ja, also 200 Gulden. Schauen Sie, liebe Dame, zu mir kommen so viele. Auch feine Herrschaften mit wunderbaren Geschichten. Ich für meinen Teil halte mich an das, was ich sehe. Das kann ja so schlecht nicht sein. Auf den ersten Blick vielleicht. Aber verzeihen Sie meine Offenheit. Die Leute, die zu mir kommen, ziehen die besten Kleider an.
um Eindruck zu machen. Das Ihre ist wunderschön, gnädigste, aber gänzlich aus der Mode. Und man sieht sogar bei dem Licht, dass die Motten ihren Spaß drin hatten. 50 Gulden. Auf eine Woche für 20%. Und glauben's nicht, dass ein besseres Angebot in der Stadt finden. Sie gefallen mir. Und wenn Sie in einer Woche das Geld nicht, können wir gern über den Inhalt von Ihrem Kleid da reden. 20% verlangen diese Woche. In der Woche. Tut mir leid, Madame, aber ich muss auch von was leben. Wenn du jetzt dein Geld auf die Bank bringst, dann geben sie dir was dafür. Aber das ist doch meins. Na, sie geben dir was von ihrem Geld dafür, dass du denen dein Geld leihst. Aber das tat ich nicht. Mein Geld bleibt bei mir. Na, stell dir mal vor, du leihst mir 40 Gulden und ich, sagen wir, mach ein Theater davon auf und verdien was damit. Dann würde ich dir jeden Monat davon was abgeben. Verstehst? Dann hätten wir beide verdient. Vom Theater. Also das Geld, das müsstet ihr vorher schon sehen. Und ob ihr einer Schauspielerin was gebt, also das weiß ich nicht. Wieso kein Geld? Hey, stell mir nicht fort, nicht! Hast du kein Geld? Ja, der Lohn kommt erst morgen. So geht man aber mit einer Dame nicht um. Pass auf, ich zahle jetzt ein Bier. Und du zahlst mir morgen dafür 2 Kümmel. Na, aber sie sind doch teurer wie das Bier. Zinsen, mein Lieber. Wir können auch gleich nach dem Gendarm schicken. Wirst wisst. Wieder schauen. Los, keine Gendarmen. Muss nicht. Sie überschätzen sich maßlos. Ich werde meinem erlesenen Publikum nichts derartig Dunkles und Sittenwidriges vorsetzen. Ich finde es sittenwidrig, wie Sie Ihr Publikum belügen. Für unglückselige Angsthase. Verlassen Sie mein Haus! Und seien Sie versichert, solange ich atme, bekommen Sie in München keinen Fuß auf den Boden. Und Sie? Was wollen Sie? Mein Name ist Adele Spitzeder. Ach Gott. Sie. Wir haben keine Stelle. Damen über 30 gibt es viel zu viele. Ich weiß, Sie stützen sich auf die Erfolge Ihrer Eltern. Aber wenn ich Sie mir so anschaue, es fehlt die Jugend, die bestechende Schönheit. Und an Begabung fehlt es Ihnen auch. Ich hätte es sonst bei Ihrem Alter schon von Ihnen gehört. Ich habe den besten Theater gespielt. Und dann gehen Sie dorthin, meine Liebe. Und jetzt treffe ich mich mit dem König wegen unserer Opernpremiere. Wenn Sie mich also bitte entschuldigen. Ich singe auch. Ich bewundere Ihre Haltung. Ich bin Schmähungen dieser Art gewohnt. Balthasar Engel, mein Name. Wegelagerer. Vogelfreier Dichter. Nachfahre Villons. Villon. Vor vollen Schüsseln muss ich hungers sterben. Am heißen Ofen friere ich mich zu Tod. Wohin ich greife, fallen nichts als Scherben. Bis zu den Zähnen geht mir schon der Kot. Und wenn ich lache, habe ich geweint. Und wenn ich weine, bin ich froh, dass mir zuweilen auch die Sonne scheint. Ich werde bald mein eigenes Theater eröffnen. Und dann schreiben Sie für mich. Ein Theater? Eine Frau, die ein Theater eröffnet. Das wäre etwas ganz Neues. So eine wie mich treffen Sie kein zweites Mal. Wie heißen Sie? Und wo finde ich Sie? Fragen Sie im Gasthaus zum Schützen nach mir. Fragen Sie nach Adele. Thank you.
Kaffeespitzelerin. Magst reich werden, Stellerin? Machst du Geschäft bitten? Wie meinst du das? Mir langt's mit den Wucherern. Ich will, dass die einfachen Leute nicht mehr prellt werden. Diese Geldschneider. Diese ganzen hohen Herrschaften, denen der arbeitende Mensch ganz und gar wurscht ist. Also, hast du was gespart? Ja, ein bisschen was habe ich schon. Setz dich doch, Therese. Also, du gibst mir was von deinen Gesparten und ich mach mehr draus. Du willst Hand drauflegen. Oder drüber ein bisschen. Ich leiste einen Großkupferten. Oder einem Zeitler. Der will einen Fuhrbetrieb machen. Und mit Zinsen muss er zurückzahlen. Ja, ich hab die besten Kontakte. Was ist, wenn ich mein Geld wieder zurückkommen möchte? Dann zahle ich die wieder aus. Ja, und wenn dir was passiert? Das wird dir aufgeschrieben. Dann kriegst du dein Geld und die Zinsen dazu zurück. Das Geld für die zwei Kümmel. Von mir aus eine Flasche. Das kannst du haben. Ja, setz dich. Dann wird das jetzt aufgeschrieben. Name? Schwindner. Wie noch? Sepp. Was ist das? Da steht doch 10, das kann sogar ich lesen. 10 hast du begeben, 10 bleiben es auch. Aber solange du mir 10 Kreuze leist, zahle ich dir einen Kreuze pro Monat. Und die ersten 2 Monate zahle ich dir sofort. Das sind deine Zinsen. 10%. Verstehst du das, du Depp? Das ist dein Verdienst. Das kannst du jetzt versaufen oder besser lesen lernen, das ist mir wurscht. Frau Adele, ich habe 2 Gulden gespart. So viel? Und da habe ich nur 3 von meiner Tante, die wo gestorben ist. Wenn ich ihr 10 Gulden gehabt, dann hätte ich ja 1 Gulden pro Monat. Das sind ja 12 Gulden im Jahr. Da müsst ihr die Vollkoffer dran. Sehr viel. So viel kann ich ja kaum dran. Sackelt sie nicht. Bei uns hat meine Frau das Geld. Sie. Frau Spitzeder. Fräulein. Fräulein Spitzeder. Seien Sie später auch noch da. Warten Sie bitte, bis ich mit der Dame hier fertig bin. Name? Ederer. Und davon gehst du jetzt ein ordentliches Papier kaufen. Wie viele Buchstaben kannst du denn schon? A, B, C, D, D. Bin gleich wieder da. Und morgen bin ich auch wieder hier. Ich hab nichts. Genauso wie ihr. Sagt es weiter, dass es jetzt eine Bank für die kleinen Leute gibt. Wir werden es alle reich. Die Wirtsturm ist von 8 bis 10 geöffnet. Da könnt ihr uns euer Geld bringen. Das ist unser uns damals, Marcelli. Ich sag die neue Zeit. Diese Christli. Ich danke dir. Einen schönen Gruß von deinen Leuten wieder ausrichten. Schau, das sind unsere Einlagen. Ein paar Gemeindemitglieder haben zusammengelegt. Die anderen überlegen noch. Freund Spitzeder, Sie sind ja so eine mildtätige Dame. Ich werde für Sie beten, gleich morgen in der Andacht. Hoch werden. Ganz her, das sind 100 Gulden. An
Wechsel, bitte. Name? Gruber. Fahrer Gruber. Ich bin von Pfaffing. Das sind die Zinsen. Dankeschön. Und vielleicht nähert das Ihre Inbrunst hochwürden. Einfach geht's gut. Wiederschauen. Sie sind unter die Bankiers gegangen, Madame. Oder sind Sie so eine Art Robin Hood? Vor allem bin ich eine Frau, Herr Engel. Und Ihr Theater? Jedenfalls kenne ich eine Bank, von der ich mir eines Tages einen günstigen Zinssatz das Geld dafür leihen kann. Sie sind mir eine. Ihr Schauspieler tut doch alles, dem Poeten zu gefallen. Wir leben doch von den Rollen, die ihr uns schreibt. Die Poesie umgibt uns überall. 485. Sie müssten ein Stück über mich schreiben. Ich bezahle Sie auch angemessen. Jetzt, wo wir zwei sozusagen im selben Metier sind, da wollte ich... Eine gute Provision anschreiben. Sie beeindrucken, das will ich. Merken Sie das nicht, Mon cher? Ma cher. Was, das ist es? Freilich. Paris. Das ist schon frei. Nicht alle Leute sind so beschenkt wie Sie in dieser Zeit. Dem König geht es auch nicht so gut, hört man. Krieg führen ist teuer. Unser König baut wohl lieber Schlösser, wie es scheint. Wobei er dir aus seinem Privatvermögen zahlt. Voilà. Ja, das nenne ich ein angemessenes Ambiente-Stange. Mei, ist das schön. So wohnt sich ja die Kaiserin Sissi gern. Endlich. Wieder Luft zum Atmen. Die unteren Räume können jetzt vermieten. Die unteren Räume sind für die Kunden. Ich habe Verbindungen bis in die höchsten Kreise. Als alleinstehende Frau brauchen Sie doch ich sicher... Ich brauche so manches, Stangl. Therese? Hol Champagner. Ja, Fräulein. Herr Stangl? Ich kaufe. Das wird reichen, oder? Immer noch am Inhalt des Kleides interessiert? Ma chère. Habt ihr Geld dabei? Nein, ja, mein Gott. Nein, nein. Du raus. So, du wieder. Ja, sag einmal. Für die Kundschaft brauchen wir das. Du Rami, du Querder. Komm mal mit dir reden. Ich hab Geld von der ganzen Ruhe, Ruhe, nur mit der Ruhe. Ich werde es gern persönlich treffen. Freundin, kommt schon bald. Weg zur Biersula. Wir suchen die Adele Spitzeder. Das Fräulein ist kein großes Haus. Wenn sie Geld einzahlen wollen, nachher ging es da noch. Geld einzahlen? Da können wir es in der Ausstellung. Erklären Sie uns das bitte. Ich bin nicht so gescheit. Aber bei unserem Fräulein, da kriegen sie das meiste Geld für ihr Geld. In der ganzen Stadt, sogar die kleinen Leute. Die Armen. Geld mag sie halt, unsere Adele, nicht wahr? Sagen Sie der lieben Adele, dass wir im Hotel Paradies absteigen. Das übergeben Sie ihr zu treuen Händen. Oh, Therese, Mann, das ist genau das Richtige. Ach, Therese, nie die Katze im Sack kaufen. Immer alles ganz genau prüfen vorher. Wir sollten dir ein schönes Kleid kaufen. Und jetzt suchen wir dir ein Zimmer aus. Ich hab mitgekommen. Ohne dich gehe ich nirgendwo hin. Wenn Sie mir dann noch meine Provision. Die haben Sie doch gerade erhalten. Polheim. Langsam, jeder kommt rein, ja. Jetzt noch einen, ihr könnt's einzahlen.
Adele, in meiner Wirtsstube ist alles leer. Die muss ja an. Hat jemand Hunger? Und Hunger, ja, aber. Drüben im Gasthaus zum Schützen kriegt's Essen. Ah, mir hängt der Mann schon in der Hosen. Wo kommt's denn hierher? Ja, von daher. Was arbeitest du? In der Lederfabrik, für meine Freund. Da, der Hirsel, der Max. Du bist ein guter Mensch. Das sehe ich gleich. Stallerin, gib mir meinen Schweinsbraten und seinen Freunden auch. Vergelt's die Aussage. Vergelt's Gott sei Dank, ja. Sag mir deinen Namen. Ich bin der Holzbecher, Josef. Und wie viel verdienst du in deiner Fabrik? 150 Gulden im Jahr. Wie viel legst du an? Ja, wir haben uns zusammen und wir haben 250. Und 50 habe ich? Ja, 300. Holzbichler, wenn du mir Freunde mitbringst, die ihr Geld bei mir anlegen wollen, dann soll es dein Schaden nicht sein. Also, dann zahle ich dir 10% von dem Geld, was die Leute bei mir anlegen. Eine Provision. Einmalig und sofort ausgezahlt, wie immer bei mir. Verstehst? Einfach und von Mensch zu Mensch. Stallerin, nimm's mit. Auf geht's, Mann. Jetzt gibt's einen guten Schweinsbraten mit Krustel. Auf geht's. Dankeschön, Sophie, dankeschön. Jetzt. Auf geht's, geh mal raus. Fräulein, vergeben wir jetzt Provisionen? Ja. Genial. Eine Eingebung. Also, Fräulein, mit Erna, also mit Ihnen, das ist, ich weiß nicht, soll ich eine Kutschen kaufen? Ja, aber eine schöne. Besorg dir was Anständiges zum Anziehen. Du hast ja keinen Geschmack. Grüß Gott. Adele, Spitzhilfe. Hast du Grüße? Ja, Pohlheim. Ja, wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, dann muss eben der Berg kommen. Ich hatte gar keine Zeit für Sie sehen. Ich musste weg aus Wien, diese Enge. Dann war da auch eine gewisse Sehnsucht nach einer neuen Umgebung. Na, mich erreichte das Gerücht, dass Ihre Frau... Davon später. Ich suche Sie auf als Fürsprecherin. Als Mäzen. Als meine letzte Hoffnung. Mich? Ja. Na, dann kommen Sie, Sie letzte Hoffnung. Geh weiter. Geh mal. Wo ist denn die Behrensee? Jetzt? Im Schützen. Wir haben ihr ehemaliges Zimmer bezogen. Das Hotel Paradies war uns irgendwie zu exaltiert. Ich bin auf der Suche nach einem Engagement. Doch der Münchner Klüngel, es ist nicht einfach. Ja, man wird nicht jünger. Selbst der König meidet München, Herr Benno. Zeitler, gib dem Mann Geld. Mach eine Dame aus ihr. Musik, Sprachen, Literatur. Alles, was nötig ist. Na, Therese? Bist engagiert? Ich bin Regisseur. Ja, und ich bin Schauspielerin, mein Lieber. Und muss mich mit Geld und Zinsen herumschlagen. Die Sprechzeit. Wenn Sie nicht lesen können, dann fragt unsere Leute. Soll ich auch wieder gehen? Die mögen, wenn man so mit ihnen redet. Ich bin zwar eindeutig ein Kalbskopf, aber ich mag es trotzdem nicht, wenn man so mit mir redet. Kommen Sie. Wie finden Sie das Haus? Ich kann es nicht, Herr. Du kannst es, glaubst du mir. Komm, sag's doch mal. Es funkeln auf mich alle Sterne. Ja, komm, bitte. Du bist es durchwert, dass alle Sterne auf dich funkeln. Du lebst, du verzehrst dich mit Sehnsucht nach dem einen, nach dem Einzigen. Bitte, sag's jetzt, sag's. Bitte, komm. Ja. Es funkeln auf mich alle Sterne. Ja, mit Glöhnen. Mit glühendem Liebesblick. Liebesblick. Ja. Es redet. Es redet. Trunken. Die Ferne. Wie die Ferne. Wie von künftigem wie großen. Von künftigem großen Glück. Bravo, bravo. Danke, es geht ganz leicht. Darf ich vorstellen, das ist Herr Polam, Regisseur, und das ist bald das Herr Engel, Dichter. Und wenn ich es klug anstelle, schreibt ein Stück für mich. Oh, na, sehr freundlich.
die Sprache der Götter, Therese. So wie die Liebe. Hast du schon einmal einen Menschen von ganzem Herzen geliebt, Therese? Sie, Fräulein. Oh. Therese. Wir haben noch ganz viel zu tun, meine Kleine. Wir müssen Vasen holen und das Silber. Kommen Sie, Balthasar. Wir öffnen schon mal eine Flasche Champagner und läuten an einen erlesenen Abend mit erlesenen Gästen ein. Sie bleiben doch. Als Aussichter bin ich ja geradezu verpflichtet. Karin! Komm, Kind, komm. Machen wir weiter. Komm. Also, es funkeln. Es funkeln auf mich. Alle Sterne. Alle Sterne. Mit glühendem Liebesblick. Hast du einen Champagner gestellt? Der ist schon heiß. Und der hat zwei Zuppen ansetzt. Galerin! Hier lernst du alles, was du brauchst. Such dir was aus. Haben Sie denn schon Ideen für unser Theaterstück? Ich sammle noch Eindrücke. Ich kann nicht lesen. Verfügen Sie über mich, Frau Stallerin. Worauf gelüstet Sie es heute? An Leberkäs. Der Leberkäs. Das für dich. Oh Gott. So, nun wird das Sauerkraut langweilig mit dem Hähnchenfleisch in eine Schüssel etwas erhöht angerichtet. Passt. Einige Löffel gute Sahne darüber gegossen. Sahne? Mit zerstoßenem Zwieback bestreut. Zwieback habe ich gerade. Nimmst du Brot? Kommt der Brot zu? Ja. Der Kopf des Hechtes mit der Leber in der Schnauze in die Mitte der Erhöhung gesetzt und im Ofen gelb gebacken. Damit der Kopf unversehrt bleibe, lege man während des Backens ein mit Butter bestrichenes Papier darüber. Papier? Tobi! Butter! Butter? Und das ist jetzt unserem Kini sein Leibspeis. So, bitteschön, kommen Sie rein. Fräulein Spitzeder, ich bringe Ihnen den Grafen Hochstein. Als Ihr Geschäftspartner habe ich... Vermittler, trifft wohl eher. Es ist mir eine Ehre. Enchanté. Wenn die Herren mir bitte folgen. Therese, viel Blumen. Das Fräulein Spitzeder wird vom Volk geradezu verehrt und ist äußerst diskret. Das Volk, Stanley, kann kein Maßstab sein. Bitte. Liebstes Fräulein Spitzeder. Ich helfe doch gern. Herr Stengel hat mir berichtet, dass Sie einen Kapitalbedarf haben, der seine Möglichkeiten übersteigt. Ja, unsere Stadtresidenz hat viel Geld verschlungen. Außerdem unterstütze ich den Feldzug in einer nicht unerheblichen Weise. Moment. Sie müssen noch nichts erklären, Graf. Ich bin hoch erfreut, dass Sie heute Abend mein Gast sind. 100? 150? 200.000? Ja. Acht Prozent per anno, speziell für Sie, Graf. Stengelchen, als Dank dürfen Sie mit uns dinieren. Bitte, Elise, bitte. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin Betty Vio. Was gibt's denn zum Essen? Hechtenkraut. Die Lieblingsspeise vom König. Ach, endlich wieder angemessene Verhältnisse. Die Kerzen sind ein bisschen wenig. Herr, wie heißen Sie? Zeitler, Georg. Ach, ich werde dich George nennen. Polheim. Wissen Sie noch? Romeo und Julia? Da waren Sie ein junger Mann. Frau Vio. Stange, mein Name. Wir haben Sie angebieten. Wie entzückend. Und der Herr Graf, es ist Jahre her. Ihr Vater war ein großes Wunder. Willkommen, Mutter. Geht's dir gut? Es geht, mein Kind. Sind Sie auch Schauspielerin? Ja. Ist sie nicht bezaubernd? Die Szene ist ein bisschen schief, nicht wahr? Ich würde Sie sofort heiraten, Sie kleiner Rauschgoldengel. Ich sie aber nicht. Ich suche ein Engagement. Das Hoftheater hat sich leider noch nicht gemeldet. Ich singe auch. Es wird sich in meinem Theater auch für Sie noch ein Plätzchen finden. Voilà, das Hechtenkraut. Oh,
Der Hecht vom König. Darf ich vorstellen? Ein Dichter auf Reisen, Balthasar Engel. Sie soll mich nicht bedienen. Lieber Deli, Ihre Leute arbeiten sehr hart. Die machen das alles zum ersten Mal. Schreiben Sie das Stück. Adele, ich und du. Wir könnten Maria Stuart geben. Sie ist fürwahr eine prächtige Elisabeth. Hm? Oh ja, die Großmutter der Maria. Ich werde auf meinem Schloss eine Schönheitsgalerie für Sie etablieren, damit Sie auch gemalt werden. Aber zuvor geht's ins Feld für die Ehre Bayerns. Bevor Sie in den Krieg ziehen, sollten Sie ordentlich feiern. Aber ich nehme an, Sie gehen nicht selbst. Sie lassen sterben, so wie das Leute Ihres Standes meistens zu tun pflegen. Santé. Alle werden genug zu tun haben. Auch Sie, Adele. Es werden wieder spielen. Spielen, spielen, spielen. Ich komponiere doch jetzt. Das wäre nichts für ein Frauenzimmer. Spielen Sie doch was. Das wird sich auf den Grafen freuen, klar? Adele und der Hecht. Esst, nehmt, bedient euch. Die fuhren fein leicht, die Blumen, das Silber. Du hast auch noch was zu bringen, Stallerin. Schau mich die blöden Glocken an, die werden doch wert nichts. Los, sing. Die sind so besoffen, die merken das eh nicht. Und wie die das merken? Freilich merken sie es. Das ist doch ganz schief. Ich bewundere Menschen, die sich mit ganzem Herz der Kunst verschreiben. Mit ganzem Herzen habe ich mir der Kunst verschrieben. Merci. Roland, jetzt müssen Sie spielen. Ja. Adele, kommen Sie, Sie zartes Reh. Wir werden ein Finanzimperium aufbauen, ein gemeinsames Bankgeschäft. Sie und ich. Warum immer die mit den kurzen Armen nach den Sternen greifen? Schöne Nacht, du liebes Nacht, wo stille das Verlangen. Süßer als der Tag uns lacht, die schöne Liebesnacht. Flüchtig eilt die Zeit, unwiederbringlich unsere Liebe. Fern von diesem lauschenden Ort entweicht die flüchtige Zeit. Das hat gemacht. Monsieur Dame, lasst es uns Zugspitze nennen. Ein Traum. Der klare Blick ist eine Erholung. Das ist das Leinwand. Schenk mir einen Kuss für die Nacht. Sagt. Komödie oder Tragödie? Das wird sich zeigen. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Zeitler, meine Mutter braucht morgen früh eine heiße Milch und ein wenig Arak. Machen Sie den Wagen fertig und warten Sie vor der Tür und packen Sie den mit ein. Ja, jawohl, Herr Graf. Oh, danke. Danke, wir gehen. Ich muss da bleiben. Diese Frau ist mein Schicksal. Ein echter Mann. Sie müssen wiederkommen. Ich besuche Sie. Ich liebe diese Frau. Ich liebe Sie. Mutter und Tochter, ein dubioses Dilemma. Ja, und dann heiratet es heute, aber morgen, jetzt geh weiter. Wo sind Tinte und Federkind? Ich muss das Geld noch quittieren, das hat dein Fräulein vergessen.
Ja. Da im Arbeitszimmer. Was ist passiert? Wer war das? Therese, wer war das? War das Hochstand? Der Pfarrer hat doch Geld für einen neuen Kirchturm bekommen. Den sollten wir uns anschauen. Hm? Was meinst du? Dann kriegst du ein neues Kleid und dann kommst du als feine Dame in dein Dorf zurück. Hm? Wie heißt das nochmal? Pfaffing. Schauen Sie dir das an. Bei genauerer Recherche wird sich herausstellen, dass die Spitze da eine Hochstaplerin ist. Setzen Sie jemand drauf an. Ich werde weite Kreise ziehen. Ist Ihr Berufsstand etwa von einem Weib bedroht? So weit kommt's noch. Das muss man aber alles beweisen. Die Beweise besorge ich. Fürs Erste. Die Dame tut sehr heilig. Ich weiß aber aus erster Hand, dass dem nicht so ist. Ganz im Gegenteil. Mir wurde von Ausschweifungen berichtet. Besonders erotischer Art. Die Dame. Das allerdings bringt Auflage. Das haben uns die Dampfmaschinen eingebracht. Es hieß doch immer, sie würden die Armut wegfegen. Offene Herzen fegen die Armut weg. Wenn sie nicht ausschließlich in Champagner baden, diese offenen Herzen. Ich für meinen Teil glaube nicht an milde Gaben. Nicht jeder hat die Möglichkeit zu teilen. Stimmt. Nur wer Macht und Geld hat, kann teilen. Diese Menschen hier haben keine Wahl. Im Winter noch haben wir immer so Hunger. George, halt an. Hier stinkt's nach Ruhe und Cholera, Madame. Dann bleib halt sitzen. Oh. Leute, kommt doch mal her. Ich hab's für euch. Erlaubt, Ihren Tante auszuleihen. Welche Tante? Sie äußerst dumme Person. Dante Alighieri. Die göttliche Komödie. Dann gehen Sie mir vom Pelz. Also wenn Sie sagen, dass Ihnen das Fräulein das erlaubt hat. Sie wagen es, mein Wort zu bezweifeln? Also dann. Ist ja gut.
Schützenwirtin. Ja, der Herr Stange. Frau Offen, jetzt führt es ein feines Haus. Sogar mehr. Frau Spitze, der kauft ja heiser wie andere Damen Hüte. Ja, aber meine Wirtschaft habe ich vielleicht auch noch. Steht Ihnen gut, die Rolle als Hausdame? Das Freilein ist auf dem Land. Und was macht's da? Das weißt du hin nicht. Jetzt war es an der Zeit, dass Sie mir einen Tee anbieten. Da könnten wir ein bisschen reden. Sie und ich. Mag aber keinen Tee, Herr Stange. Für Diana. Danke, Fräulein. Langluft heilt alles. Komm, Zeitler. Geh zum Dorffahrer und sag, dass der Spitzeder jetzt da ist. Das ganze Geld jetzt weg, wir haben nichts mehr. Zeitler, geh. Und sag auch, es ist eine einmalige Gelegenheit. Jawohl. Du musst kein Mathematiker sein, um zu wissen, dass jeder Kunde nach 10 Monaten Verlust bedeutet. Ihr müsstet euch innerhalb kürzester Zeit über ganz Europa ausdehnen. Das müssen die Sozialisten, so heißen die doch auch. Nennen Sie doch unser Stück Adeles Zins. Erinnerung eines Freundes. Oder die Mathematik der Adele S. Auch gut. Solange ich mitspiele, ist mir alles recht. Adele, da Felix. Ja. Grüß Gott. Da Jonathan. Grüß Gott. Meine Mama. Grüß Gott. Ida Xaver, es ist uns eine Ehre. Du hast doch genug Geld jetzt. Lass uns das Theater bauen. Hier, in Pfaffing. Meine Anleger verlassen sich auf mich, Balthasar. Die Leute, die zu mir kommen, wissen, dass ich Gutes tue. Ich kann es nicht aussteigen. Deine Fürsorge glaube ich dir nicht. Wenn du aussteigst, bricht alles zusammen. Dann geht's dir an den Kragen, das weißt du ganz genau. Die Menschen warten auf mich. Gott, Gott. Gott benannt. Frau Spitzeder, das ist so ein großes Glück, dass Sie zu uns kommen. Für die Bedürftigen. Mein vergelt's Gott. Und unser Kirchturm, der strahlt in einem neuen Glanz. Sag's Ihnen, dank Ihrer Spenden. Sie sind ein Heiliger. Ich werde leider ran, dass das Geld liegen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Okay? Übrigens. Unsere Gemeindeersparnisse sind da auch mit dabei, gell? Fein. Name? Du siehst traurig aus, Theresa. Ich bin die Resi. Oder die Therese. So, der Theresa langt's nicht. Das Niedere, das hat man heute im Blut. Da kann sie das Feuer noch so blau. Nein, nicht! Sonst gibt's ein Gewitter. Ist das nun eine vom Stand der hohe Blume oder gehört sie dem niederen Stand der Blumen an? Die Rosen. Die sind eleganter. Und auch viel schöner. Also stehen sie her. Ja, wir können diese Wunden heilen. Ein Festtag ist halt für uns. Das halbe Dorf ist arm. Das ist nicht so lustig, wie es ausschaut. Und jetzt sind die Leute froh, weil das Fräulein ihnen hilft. Aber sie nimmt ihnen ihr Geld. Und macht mehr draus. Pass auf und hol euer Geld aus der Bank, bevor es zu spät ist. Das wird's nicht. So jemand wie das Fräulein, das gibt's nicht noch einmal. Der Pfarrer hat's von der ganzen Predigt, hat meine Mama gesagt. Zinsen sind wie ein böses Raubtier. Irgendwann ist alles aufgefressen. Theresa, es ist doch nicht gerecht, dass jemand, der Geld hat, daran verdient, dass er Geld hat und nicht wegen seiner Arbeit. Aber wie sollen deine kleine Leute sonst zu was kommen? Du bist klug. Stellst die richtigen Fragen. Ja, selbst von unserem Pfarrer, so gerühmte Wohltäterin, ja sogar Mutter der Armen genannt. War Kind gestorben. Braucht Geld. Da schauen Sie her. Ja, da ist ein Brief aus New York. Sind Sie da noch so bekannt wie der Rothschild? Das sind wir in Bayern sowieso. Ich stelle es da drüben hin. Ja. Wo sind die Zeitungen? Unten, die lesen es noch. Der Dings, der Polheim, der hat es das letzte gehabt. Draußen, dieser Spitzel.
Da, der steht da links. Den kenne ich noch von der Wach. Ja, und was zu verbergen? Na. Die Schauspielerei ist eine hohe Kunst, mein Freund. Ihr Geld ist natürlich bei uns herzlich willkommen. Und natürlich auch das Ihres Vorgesetzten. Ergebensten Gruß an den Herrn Kommissär. Jetzt raus. Ist der Polheim? Da hinten. Polheim? Hier, bei der Arbeit. Hast du die Zeitungen? Nein, aber einen Bauplatz für unser Theater habe ich gefunden. Wie viel? Naja, dieser Bauplatz liegt mitten in der Stadt und es kostet so 15.000 Gulden. Ja, dann nimm dir das Geld und kaufst. Ich bringe dir die Papiere. Lass das. Du musst dir nicht die Mühe machen, irgendwas zu fälschen. Wir lassen draufgeschlagen. 2.000? Du warst im End ganz verwegen. Das sind 3.000, 4.000. Kümmer dich drum, dass wir endlich bauen können, damit wir wieder spielen und singen. Fräulein Spitzel, der werden Sie die Taufpatin machen, gnädigste, für mein Kind? Ich hab da schon 39 Patenkinder. Na, alles. Komm jetzt wieder, wenn's da ist. Ich riech den Taufpatin. Schorsch. Jawohl. Bitteschön. So, das ist jetzt geschrieben. Unmoralische Ausschweifungen. Betrug. Das kommt von so leid wie der Stange. Der Wanns sie auf, fragt aus und dann schlockt er zu. Das kann ich auch. Aber. Sie Zyniker. Sie untalentierter Schwätzer. Das ist doch Wahnsinn, dass so jemand wie Sie schreiben darf. Das ist die Wollos! Ich hätte nicht gedacht, dass unser Artikel Sie so stört. Wir tragen doch dazu bei, dass Ihre Person immer bekannter wird. Durch miserable Kritiken. Der deutsche Kaiser hat auch eine schlechte Presse bei uns. Das ganze Deutsche Reich sogar. Fühlen Sie sich also nicht allzu einsam. Und übrigens, wenn Sie schon behaupten, die Wahrheit über mich zu schreiben, ich besitze nicht 10 Häuser. Ich besitze viel, viel mehr. Der Kollege Blauberger ist heute leider außer Haus. Soll ich dafür sorgen, dass er sich bei Ihnen entschuldigt? Dann haben Sie den Artikel gar nicht geschrieben. Redigiert habe ich ihn. Sind Sie der Chef hier? Gott bewahre. Ich bin für die Auslandsberichterstattung zuständig. Wäre es meine Zeitung? Tja, was soll man spekulieren über ferne Träume? Es kann nicht jeder so erfolgreich sein wie Sie, Madame. Wie ich nicht. Aber durch mich. Würden Sie mich ein wenig mögen, wenn ich Ihnen eine Zeitung kaufte? Dann können Sie über Kaiser und Vaterland schreiben, so viel und was Sie wollen. Du schlafst nie, ha? Madame. Es ist alles gut. Jetzt bist du mal nur. Es ist alles zu viel geworden. Es ist zu groß geworden. Mich kannst du die verlassen. Geh in dein Bett, George. Glaub nicht, dass sie was ändert. Du passt weiter auf mich auf und duzen ist mich auch nicht. Aber Madame. Muss nicht alles verstehen. Schau nach, wer da noch was will. Thank you.
Haben denn Sie keine Angst? Es ist... Als Kind bin ich immer ganz hochgeschaukelt. Es ist dieses Gefühl. Aber, also in den Zeitungen steht, dass die Hunleute gegen Sie sind. Und auch, dass die... Du hast lesen gelernt, Therese. Und das ist das Wichtigste. Dieser Herr ist meine Lebensversicherung. Komm, wir feiern jetzt. Fräulein? Therese, sag doch Adele zu mir. Der Balthasar hat mich gefragt, ob ich mit ihm nach Florenz gehen mag.
am Ende Goldbarren rumlegen, die Einlagen absichern. Hm? Wenn mehr als 50 auf einmal abheben, nachher ist doch hier eine Bank, oder? Jetzt warte mal. Wichtig war, dass man wissen, wie groß der Bestand an Bargeld noch ist. Dass man weiß, wie viel auf einmal abheben müssen, damit der Spuk ein kriegt. Und wenn nicht? Dann kann ich für nichts mehr garantieren. Dann nimmst du das Volk selber in die Hand. Das Fräulein braucht uns doch. Ich hätte nicht mit dem Balthasar mitgehen können. Der ist doch nicht treu. Treu ist er nicht. Ist halt ein Künstler. Wollen Sie auch eine Milch? Ja. Der Gschwendner hat. Ja, ja, was auch immer. Meinetwegen der Auszahlung. Komm. Ja. Komm. Für dich, Therese. Gerne mich. 200.000? Vom Hochstein. Setz dich mal alle her. So. Zeitler, du auch. Jetzt setz dich mal. Ja, meine Freunde. Wir befinden uns im letzten Akt. Jeder muss jetzt sehen, wo er bleibt. Zum Wohl. Was ist jetzt, Zeitler? Schorsch. Entweder jeder versteht, dass du auf der richtigen Seite warst. Das sind die Prüfungen, die Gott uns auferlegt. Gut, langsam wird's bei der Spitze darin hinterher wie vorn. Leute fangen nämlich schon an, dass das Geld von der Sparkasse abheben. Betrieb? Für, sagen wir mal, 60 Anleger ist nicht nur da. Und es wird von Tag zu Tag weniger. Häng nicht mehr blöd. Fräulein, die Gendarmerie ist im Haus mit lauter Leute, die ihr Geld wollen. Die verhaften uns jetzt aus. So. Ihr schweigt und tut, was ich sag. Dort unten warten Anleger, die ihr Geld auszahlt haben möchten. Seien Sie gegrüßt, Fräulein Spezielle. Sehr erfreut, Herr Kommissär. Ich bin gleich bei Ihnen. Ihr Trottel, ihr seid wirklich zu nichts zu gebrauchen. Dieser Hüter sollt ihr seit Tagen in die Reparatur bringen. Erhebt euch weg, augenblicklich. Marsch! Ja, dann, Madame. Bis später. Gut. Halt! Das geht jetzt nicht. Diese Leute haben eventuell Aussagen zu machen über ihre Geschäfte. Das ist nicht klar. Glauben Sie im Ernst, Herr Kommissär, ich würde solche Depp mit meinem Geld befassen? Das sind Stallknecht. Weiter nichts? Also gut. Raus mit euch. Und jetzt zu Ihnen. Es gibt sehr viele Menschen, die möchten ihr Geld abheben. Sie haben doch heute geöffnet, Fräulein. Ja. Begleiten Sie mich doch in mein Arbeitszimmer. Komm mit, Schorsch. Ja.
Wir würden gerne berichten. Ich bin vom Bayerischen Landboten. Die von der Augsburger Zeitung. Münchner Nachrichten. Aber stehen im Hintergrund halten die Herrschaften. Such sie bitte schön. Danke, bitte schön. Wird es den Grafen Hochstein ruinieren? Freilich. Wollen Sie wirklich einen so mächtigen Feind haben? Sie können den Schuldschein zum halben Preis kaufen. Ein einmaliges Angebot. Greifen Sie zu. Ich sehe schon. Sie haben eine Menge gelernt von unserer Adele. Ja, da könnten Sie recht haben. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Mama, Papa! Wo denn Spitze da? Haben wir da irgendwo Geld im Haus? In den Schubladen. Nein, es ist nichts mehr da. Ich muss bestohlen worden sein. Es gibt Menschen, da glaubt man nichts, was die fähig sind.